es ist immer ein wenig komisch, neben der Person zu sitzen, über die man spricht, besonders wenn sie gut Deutsch versteht. Du es jetzt voll. Thomas Schütte studierte von 1973 bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf, zuerst in der Klasse von Fritz Schwegler, dann bei Gerhard Richter. Düsseldorf und das Rheinland überhaupt waren in dieser Zeit das lebendigste Kunst- und Künstlerzentrum Europas, in dem vor allem dank der Galerie von Konrad Fischer auch die amerikanische Avantgarde so präsent war wie nirgends sonst in Europa. Bereits 1981 konnte der noch unbekannte junge Künstler Schütte bei Konrad Fischer eine Einzelausstellung einrichten. Es war der Anfang einer kontinuierlich sich entwickelnden, erstaunlichen und erfolgreichen Karriere. Bekannt wurde Schütte in den frühen 80er Jahren aber nicht durch figurative Arbeiten, sondern durch seine architektonisch anmutenden Modelle und Objekte, von denen die ersten schon an der Westkunstausstellung 1980 gezeigt wurden. Als Modell waren sie von Anfang an zur Umsetzung in die gebaute Realität gedacht. Doch erst seit wenigen Jahren werden einzelne Modelle tatsächlich realisiert. Eine der wenigen früheren Ausnahmen war eine Art Eisdiele, die 1987 auf der Documenta in regem Gebrauch war. Fast gleichzeitig zu dieser konzeptuellen Arbeit hatte Schütte begonnen, ein figuratives Werk zu entwickeln, an dessen Anfang kleine Figuren und Köpfe standen, geformt aus vielerlei Materialien. Offensichtlich war aber in den 80er Jahren die Zeit für diese Art von Kunst noch nicht reif, bis 1992, als die bunten Keramikfiguren der Fremden in Kassel während der Documenta 9 breite Beachtung fanden. Plötzlich zeigte es sich, dass Schütte parallel zu den modellhaften Konstruktionen ein bildhauerisches Werk zu entwickeln begonnen hatte, in dessen Zentrum die menschliche Figur stand. Es war ein unerwartetes Thema und es wurde in Schüttes Schaffen immer wichtiger. In der Folge entstand ein figürliches Oeuvre von einer Radikalität und Innovationskraft, wie es in diesem Bereich nicht mehr vorstellbar schien. Es gibt gute Anknüpfungspunkte zwischen dem Werk von Thomas Schütte und der Fondation Bayler, dem Haus, in dessen Sammlung das Menschenbild der Moderne mit Künstlern wie Cézanne, Matisse, Picasso, Giacometti oder Bacon so eindrucksvoll zur Anschauung kommt. Mit Thomas Schütte begegnet uns ein Künstler, der einige Generationen später der Natur des Menschen unter sehr veränderten Vorzeichen mit der Darstellung von Figuren und Köpfen nachspürt. Das lässt sich in dieser Ausstellung erleben. Die Ausstellung ist maßgeblich von Thomas Schütte eingerichtet. Sie ist nicht chronologisch aufgebaut. Es gibt keinen eindeutigen Anfang oder ein klares Ende. Jeder Raum hat seinen eigenen individuellen Auftritt und hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Dahinter steht eine Gesamtchoreografie, in der Kontraste und Verbindungen, laute und leise Töne, die einzelnen Räume und Werke zu einem dichten Ganzen zusammenfügen. Ich möchte nun an wenigen Beispielen auf einige typische Aspekte hinweisen, die das Schaffen von Thomas Schütte charakterisieren. Am Eingang der Ausstellung vor dem Museum steht eine Gruppe jener Fremden, die schon 1992 in Kassel gezeigt hatten, wie wirkungsvoll und vielseitig Schüttes Beschäftigung mit der menschlichen Figur ist. In sich gekehrt, mit gesenktem Blick und mit Koffern und Reisesäcken ausgestattet, stehen die Keramikfiguren Wind und Wetter ausgeliefert im Freien. Kommen oder gehen sie? Sind es Besucher, Flüchtlinge oder Menschen auf der Durchreise? Es ist ein eindrückliches und für Schüttes Arbeit exemplarisches Werk. Zum ersten Mal ist eine figurale Skulptur für einen bestimmten Ort im Außen- und im öffentlichen Raum entstanden. Erstmals sind die Figuren lebensgroß und
noch nie zuvor hat Schütte in Keramik gearbeitet, einem damals im Bereich der Kunst fast vergessenen Material und in diesem Format technisch eine gewaltige Herausforderung, auch für den Profi, in diesem Fall eine Keramikwerkstatt in Köln, geschweige denn für den Künstleramateur. Es war ein Experiment, ein Versuch, unter zeitlichem Druck entstanden, bei dem ein Misslingen ganz selbstverständlich inbegriffen war. Thomas Schütte beschreibt selber im Katalog, dass das Aussehen der Figuren von den Bedingungen ihrer technischen Herstellung geprägt ist. Doch gleichzeitig ist dem Fremden eine selbstbewusste und unverwechselbare künstlerische Identität eigen. Der aktive Einbezug des technischen Entstehungsprozesses in das künstlerische Resultat ist ein zentraler Aspekt in Schüttes kulturalem Schaffen und gibt seinen Figuren ihre spezifische Präsenz. Exemplarisch sind die Fremden auch in der Art, in der sie auf ein Zeitgeschehen Bezug nehmen. Im Sommer 1992 war es offensichtlich, dass die Fremden vor dem Hintergrund der neu aufgekommenen Diskussionen über Flüchtlinge aus dem Nordirak und die wiederholten Anschläge auf Asylbewerberheime in Deutschland gelesen werden konnten. Ihre heute noch genauso gültige Verbindlichkeit erhalten die Figuren dadurch, dass Schütte ein konkretes Zeitgeschehen in einen größeren Zusammenhang setzt, dass die Figur des Flüchtlings, des Ort- und Wurzellosen nicht nur an ein konkretes Zeitgeschehen gebunden, sondern dass sie als mögliche Grundfigur unseres Daseins gezeigt ist und daher jeden etwas angeht. Ähnliches lässt sich auch bei anderen Figuren von Schütte feststellen, so auch bei den United Enemies. Sie haben die United Enemies gesehen, von denen man im Museum empfangen wird, zwei Figuren aneinandergebunden und dabei zusammengewachsen. Zur Einheit verdammt oder zur Kompromisssuche vereint? Man weiß es nicht, man weiß es nie. Sie sind 4 Meter hoch und je 2 Tonnen schwer und stehen zum ersten Mal im Innenraum. Manche Figuren, wie diese United Enemies, begleiten Thomas Schütte während mehreren Jahrzehnten. 1993/94 sind ihre Vorgänger entstanden. Der handgroße Kopf aus Knetmasse modelliert, der Körper mit Holzstäbchen markiert und mit Stoffresten umwickelt und später zu zweit zusammengebunden unter einen Glassturz gestellt. Die 30 cm hohen Figuren lassen den Betrachter riesig erscheinen und erstaunen mit ihrer Bastelästhetik. 20 Jahre später machen die 4 Meter hohen Doppelskulpturen den Besucher selbst zur Miniaturfigur. Hat man zuerst eine zwar merkwürdige, aber doch vertraute Puppenfigur vor sich, blickt man jetzt zu einer riesenhaften Bronzeskulptur von rätselhafter Herkunft hinauf. Eine solche Maßstabsverschiebung ist typisch bei Schütte. Mit dem Betrachter, mit uns, wird immer gerechnet. Wir sind Teil des Spiels. Schütte-Skulpturen treten auf. Sie sind nicht autonom und selbstgenügend, beziehen sich immer auch auf ihr Umfeld und ihr Gegenüber. Nicht erstaunlich, dass dieses souveräne Spiel mit Monumentalität und Intimität Schüttes Figuren auch in den öffentlichen Raum führt, wo sie sich wie selbstverständlich in den Alltag des jeweiligen Ortes einfügen. Das zeigte sich zum Beispiel bei den United Enemies, als sie dieses Frühjahr vor dem Central Park in New York zu sehen waren, ebenso bei den 4 großen Geistern, die in Fortsetzung der Tradition der Fondation Bayerler Kunst im öffentlichen Raum einem breiten Publikum zugänglich zu machen, in diesem Sommer in Zürich, Genf und hier in Bern zu sehen war. Köpfe, Gesichter, neben Figuren, die andere elementare Bildform zur Darstellung des Menschen und im Schaffen von Schütte ebenso präsent wie die Figur. Unmittelbar nach der Installation der Fremden in Kassel war Schütte für einige Monate nach Rom verreist, wo er als Stipendiat in der Villa Massimo weilte.
Er erzählt darüber in einem der Werkgespräche im Katalog. Es war ein Aufenthalt voll von Eindrücken aus der Vergangenheit und gleichzeitig aus der Gegenwart. Eindrücke, die sich für Schütte besonders anschaulich in den römischen Köpfen manifestierten, im Bus, im Restaurant, auf dem Campo dei Fiori, in den Parkbüsten von Bernini und den damals im Zuge der Manipolite-Revolution im Fernsehen omnipräsenten Gesichtern von diversen Politikern. Bald nach dem Rom-Aufenthalt entstanden die Innocenti, eine Serie von 31 großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien, auf Farbpapier abgezogen. Modelle sind dieselben handgroßen Fimo-Köpfe, aus denen Schütte in Rom die puppenartigen Figuren gebastelt hat. Im Close-up werden die komischen Puppenköpfe plötzlich zu Porträts, die, wenn auch leicht überzeichnet, einen vage an alte Schwarz-Weiß-Fotografien von Persönlichkeiten erinnern, wie sie früher in Geschichtsbüchern oder einem Lexikon zu finden waren. Seien es die Innocenti oder andere männliche Köpfe, es sind alles keine wirklichen Porträts. Diese Gesichter prägt eine stark ausgearbeitete Mimik, die zum Grotesken und zur Karikatur neigen kann, jedoch nur so weit, dass die menschliche Wirkung der Gesichter vollkommen präsent bleibt. Echte Porträts hat Thomas Schütte nur gezeichnet. Zum ersten Mal 1996 in der Porträtserie Luise. Hier lässt sich erahnen, weshalb ein solches Porträt in der Skulptur für ihn vielleicht gar nicht möglich ist. Denn was er festhält, sind flüchtige Momente, die zusammengenommen das Bild einer Person ergeben, wie wir es in der Erinnerung tragen. Diese Qualität der Unmittelbarkeit gibt dem Zeichnen, das sich wie eine sichere Spur durch Schüttes gesamtes Schaffen zieht, seine eminente Bedeutung. In den letzten Jahren ist ein neuer Kopftypus, ein Frauenkopf, aufgetaucht. Sie haben sie im ersten Raum gesehen, der so ganz anders als alle bisherigen Köpfe wirkt. Im Ausdruck nicht expressiv oder gar grotesk, sondern ruhig und in sich ruhend versunken. Nicht zu glauben, dass dieser Kopf ein direkter Abkömmling von einer der Frauenfiguren ist, auf die ich zum Schluss kommen möchte. Die Frauen, eine Serie von insgesamt 18 liegenden Frauenfiguren, sind das bis anhin umfangreichste skulpturale Projekt. Sie sind zwischen 1999 und 2006 entstanden und von jeder gibt es einen Guss in Aluminium, in Bronze und in Stahl. 8 Exemplare sind in der Ausstellung, jede von ihnen evoziert eine völlig andere Geschichte und lässt ganz andere Fragen aufkommen. Was sind das für Liegende? Was ist dieses Ensemble? Ist es ein formales Durchdeklinieren des weiblichen Körpers? Sind es Dekonstruktionen, Deformationen, eine Spielerei? Sind es erotische Figuren oder sind sie Ausdruck von Gewalt? Sind es versehrte Körper, Körper, die Verletzlichkeit überhaupt vorführen? Oder Reflexion auf die Tradition der liegenden Figur, auf Venus? Eigentlich ist nur eines sicher, es sind Skulpturen. Es sind nicht Abbilder von Frauen, sondern neue, autonome Bilder. Im Herstellungsprozess, im Experimentieren mit Techniken, mit Materialien und Farbe zustande gekommen. Unbekümmert von einem Vorbild und Tradition. Mit seinen kleinen und großen Skulpturen aus verschiedenen Materialien nimmt Schütte die lange, durch die Tradition des 20. Jahrhunderts unterbrochene und stark beschädigte Tradition der figurativen Skulptur auf und entwickelt daraus Gestalten, Bilder von Menschen, die in ihrer unmittelbaren Ausstrahlung ebenso wie in ihrer technischen Herstellung unwiderruflich im Heute stehen. Beim Anblick von Figuren und Köpfen mit so sprechenden Titeln wie Vater Staat oder Walsers Weib ist man verlockt, nach der Geschichte, die dahinter steht, zu suchen oder zeitkritische oder philosophische Interpretationen auszuprobieren. Doch das ist nur die eine Seite.
Ebenso sehr bleibt man an den Figuren selber hängen, ihrer mächtigen Präsenz. Sie kommen so auffällig anders daher, als was man kennt oder erwartet, sind vertraut und gleichzeitig ganz fremd. Sie wirken zum Teil gebastelt, zum Teil monströs aufgeblasen, gewaltig und gewaltsam und dann wieder überaus zart und schön und sensibel. Im Beharren auf diesem Hier seiner Figuren, auf diesem Hier und Jetzt seiner Figuren gelingt es Schütte, dem alten und immer aktuellen Thema der Figur neues Leben zu injizieren. Wir können nun Thomas Schütte Fragen stellen und ich hoffe, dass Sie das wahrnehmen. Ich hatte ja das Privileg, kann man sagen, mit ihm über verschiedene Gespräche zu führen, und so dass wir 14 kurze Werktexte im Katalog abdrucken konnten. Und wenn Sie also noch, wenn Ihnen jetzt Fragen im Kopf sind, bitte stellen Sie diese.